Ostseeheringe. Aber Chef, eine Bitte. Nehmen Sie mir diesen Jakob ab. Ja. Okay, mach ich. So, ihr könnt sie reinbringen. Komm. Doch nicht, Marleen! Instinktiv. Rein instinktiv. Wie hätten wir die Delfine denn evakuieren sollen? Unbewusst hat sie die Gefahr registriert. Gemerkt, dass ich sie allein gelassen habe, als draußen die Bombe tickte. Und leidet darunter. Inzwischen hätte Marleen vielleicht unbewusst ja auch mal registrieren können, dass sie eigentlich keinen Grund hat, beleidigt zu sein. Du bist nicht beleidigt. Beleidigt ist was anderes als leiden. Sie hat was. Was soll sie denn haben? Sie schwimmt tief. Jakob, diese Geschichte mit dem Blindgänger war für uns alle ein Schock. Aber das hat sich erledigt, die Sache ist ausgestanden. Und wir sind längst alle wieder im Routineablauf. Das erwarte ich nun aber auch von Ihnen und Ihren Delfinen, die vielleicht nur unter ihrer Stimmung leiden. Also, wenn Marleen krank ist, dann rufen Sie mich. Solange sie nur tief schwimmt, können Sie ja mit dem Hering hochlocken. Prächtiges Tier, hm? Herrlich gewachsen. Die ersten paar Tage hier hat sich gleich gut mit den anderen verstanden. Naja, in Indien wird sie auch gut gefallen. Soll sie dahin? Ja, zusammen mit der. Im Tausch gegen einen Elefantenbullen. Willi, ich telegrafiere heute noch nach Neu-Delhi. Es geht los. Aber ich glaub's erst, wenn wir den Gentleman da bei uns im Gehege stehen haben. Na, ein bisschen Optimismus, so kurz vorm Erfolg. Andererseits, wenn ich mir die Giraffe so angucke, Prachtexemplar haben sie uns da mitgebracht aus Basel, Ralf. Richtige Schönheit, eigentlich viel zu hübsch zum Tauschen. Was denn? Die da? Das ist Chef, das ist doch... Also ich meine, das ist ein fürchterliches Gestell. Sehen Sie sich doch mal diese Beine an. Das ist zu stark, Sieg. Das ist ein Fall für einen Orthopäden. Ja, wirklich. Und der Hals, der ist doch viel zu lang. Und nicht einen Stoßzahn. Ja, aber die Augen. Die schielt. Nein, Chef. Wollten Sie nicht nach Neu-Delhi telegrafieren? Ja, mach ich. Kommen Sie. So, komm, Mutter. Komm mal her. Naja, du musst mich nicht stützen, Christoph. Ich kann alleine gehen. Wieso ist Henry nicht mitgekommen? Ja, der leitet das Empfangskomitee. Was? Oh, Henry. Herzlich willkommen daheim, Martha. Wieso? Hast du den Schuppen hier inzwischen gekauft? Nein, noch nicht. Aber was nicht ist, kann noch werden. Ja, bitte, aber nur noch einen Fingerhut voll. Ich habe, glaube ich, nicht mehr. Danke. Ich muss mal. Was? Ich muss mal. Nein, bitte, für mich nicht mehr. Kennings, Punkt 15:15. Ich muss los. Mutter, ich überlasse dich dem Rest des Fanclubs. Aber du bist doch nicht. Ich muss die Warte haben. Nein, das geht nicht. Ich verstehe ja ganz gut. Christoph, bitte vertrag dich wieder mit mir. An mir liegt's nicht. Bei ihr muss noch allerhand passieren. Versuch es wenigstens, bitte. Christoph? Du sag mal, es macht doch nichts, wenn ich deine Giraffen erst morgen ablichte. Überhaupt nicht.
solange du früher da bist als der Inder. Aber fühl dich bitte nicht verpflichtet, auch nur eine Sekunde länger zu bleiben, als dir lieb ist. Auch wenn Mutter sich noch so sehr darüber freut. Na, keine Sorge, wenn es mir stinkt, bin ich weg. Grundsätzlich. Na, da weiß man doch, woran man ist. Auf ein Gespräch kann er verzichten. Das war alles. Du hast es doch eben selbst beim Essen gemerkt. Der hat kein einziges Wort mit mir gewechselt. Als ich kam, hat er zu mir gesagt, Miriam hat ihren Dienst im Tierpark quittiert und ihre alte Tätigkeit wieder aufgenommen. Oder so ähnlich. Er hat sich ziemlich geschwollen ausgedrückt. Du kennst es. Für Christoph gibt's doch nur entweder oder. Und ich bin für ihn oder. Unzuverlässig, verantwortungslos, kriminell. Weißt du was? Wir rufen ihn jetzt an. Du wirst sehen, er wird mit dir sprechen. Schließlich ist er nicht nur Tierparkchef, er ist auch noch dein Bruder. Das muss man ihm mal ganz deutlich sagen. Komm, komm. So, Frau Hagenbeck, Sie müssen jetzt ins Bett. Nein, ich muss nicht ins Bett, Meta. Sonst hätten die mich doch gar nicht entlassen. Trotzdem, Ruhe ist jetzt das A und O für Sie. Lassen Sie mich in Ruhe, dann habe ich schon mal das A. Und ich lasse jetzt auch in Ruhe, dann haben Sie auch das O. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Den Kaffee trinken wir in der Bar, so war das abgemacht. Versprochen ist versprochen. Ja, ich gehe inzwischen nach oben, packe den Koffer aus und kümmere mich um die Sachen. Ja, den Riesenkoffer. Aber wenn Sie ihn ausgepackt haben, dann kommen Sie bitte wieder runter. Im Zimmer habe ich nämlich nichts vom Hotel. Sie würde nämlich am liebsten auf dem Hauptbahnhof wohnen. Sicher, auf Gleis 10, da ist nämlich auch nachts was los. Ja, wo die HSV-Fans grölen. Na, glauben Sie, ich hätte Angst vor denen? Nee, Sie nicht, Sie grölen mit. Ja? Wenn der HSV ausnahmsweise mal gewonnen hat. Ach, ich kann nicht, kann. Die Bittendorf. Haben wir die nicht schon mal gesehen? Im Tierpark haben wir sie gesehen. Am Tag, als die Bombe hochging und ich in die Knie, richtig. Was will die hier? Leute treffen. Wen? Wenn sie die große Spekulantin ist, wie sie sie halten. Würde sich halb Hamburg freuen, sich mit dir treffen zu dürfen. Ja, fragen wir sie doch einfach. Packen wir den Stier bei den Hörnern. Besser wohl die Kuh an. Na, lassen wir das. Guten Tag, Frau Bittendorf. Sie erinnern sich? Herr Straten hat uns miteinander bekannt gemacht. Selbstverständlich, Frau Hagenbeck. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Ich wollte gerade mit meiner Freundin einen Kaffee trinken. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Gern. Guten Tag. Bitte sehr, was darf ich sein? Zwei Kaffee, bitte. Zwei Kaffee, ja, kommt sofort. War Ihr letzter Besuch im Tierpark denn erfolgreich? Ich meine, geschäftlich. Ich habe Ihrem Sohn das Angebot gemacht, eine Patenschaft für seine jungen Riesenottern zu übernehmen. Diese Zucht ist ja wohl einmalig. Warum interessieren Sie Riesenottern? Wollen Sie jetzt hören, ein Elefant mit Knoten im Rüssel tät's auch? Ich glaube nicht, dass Christoph Ihnen eine Patenschaft für die Ottern anvertrauen wird. Warum nicht? Weil Sie und er vollkommen unterschiedliche Interessen an den Tieren haben. Sie entschuldigen mich, Herr Moment. Ja, bitte. Apropos unterschiedliche Interessen. Was glauben Sie, wie viele Spekulanten schon versucht haben, an den attraktiven Baugrund des Tierparks heranzukommen? Aber Hagenbeck ist in Hamburg eine Institution. Der Tierpark bleibt, wo er ist. Was wollen Sie damit sagen, Frau Hagenbeck? Weil ich glaube, dass Sie und Straten das nicht zu begreifen scheinen. Frau Bittendorf? Ja. Bitte sehr. Danke. Ja, bitte. Ja, am Apparat, Herr Straten. Richtig, ich habe mit Herrn Straten geschäftlich zu tun und ich würde sehr gerne mit Ihrem Sohn Christoph zusammenarbeiten. Aber doch nur im Hinblick auf und aus Interesse an den Tieren im Tierpark. Schönen Gruß. Von wem? Von Herrn Straten. Er wollte eigentlich Sie sprechen. Mich? Ja. Er hat sich mit dem derzeitigen Vertreter von Tobis Vater geeinigt, die neue Modekollektion des Hauses Mack zu finanzieren. Tobis Vater, Gilbert Mack, wird im Gegenzug alles dafür tun, um Tobis Adoption zu verhindern. Herr Straten meint, Sie wären ein gutes Stück vorangekommen. Wie kommen Sie dazu, meine Telefonate anzunehmen? Ich habe lange in Hotels gelebt.
Und da lernt man furchtbare Dinge. Ich nehme an, meinen Drink zahlen Sie. Das war doch hoffentlich nur ein Witz. Nein, leider nicht. Das hätten Sie nicht tun dürfen. Aber die Nachricht war schlimm. Ich hätte Ihnen gerne eine angenehme rübergebracht. Man kann es sich leider nicht aussuchen. Guten Abend, Klaus. Guten Abend. Ich suche meinen Bruder. Im Büro ist keiner mehr. Ja, ja, der ist bei den Schildkröten. Ich hole ihn. Herr Dr. Hagenbeck? Ihre Schwester. Ist überall Futter drin? Nur das Trockenfutter. Gut, dann gib das noch dazu. Und Klaus, lass uns bitte einen Augenblick allein. Ich halte es nicht aus, wenn du nicht mit mir sprichst. Und ich halte es nicht aus, dass du die Begleitung unserer Tiertransporter zum Kunstschmuggel missbrauchst. Aber du bist doch mein Bruder, nicht mein Richter. Ich habe monatelang hier gearbeitet. Und ich war nicht nur für die Pinguine da. Nein, ich war auch für dich da. Damals, als du völlig down warst. Du erinnerst dich noch daran. Down? Down? Ich hatte Frau und Kind verloren. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir dich damals mit nicht ganz unerheblichem Aufwand aus irgendwelchen asiatischen Gefängnissen geholt haben, in die dich dieser Sam Euler gebracht hat. Geht das jetzt alles wieder von vorn los? Aber doch nicht für dich. Kümmer dich nicht um mich, darum bitte ich dich nicht. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Das ist die Antwort von deiner Schwester, die hier angekrochen kommen muss. Ich suche dich seit Tagen. Wo hast du denn gesteckt? Robert, bitte such mich nicht mehr. Ihr könnt mich alle mal. Ich hab Ihnen doch neulich schon gesagt, dass dieser Sam Euler wieder aufgetaucht ist. Danke sehr, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag im Tierpark und besucht uns beim Mal wieder. Danke. Wiedersehen. Na, was ist los? Sie haben es ja gesehen. Marlene macht nicht mit. Ja, dann hat sie wirklich was und nicht nur verletzte Eitelkeit. Habe ich auch gar nicht behauptet. Was Psychosomatisches, habe ich gesagt. Ja, und genau das glaube ich eben nicht, Jakob. Lassen Sie uns ein Antibiogramm machen. Komm, Marlene. Komm. Ob's was nützt? So, die bringen wir ins Institut. Und nachher nehme ich noch mal Blut ab. Dann machen wir die Leukozytenzählung und eine Senkung.
Morgen, Herr Hagenbeck. Morgen, Herr Esch. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich einige Zeit verreisen werde. Das kann ich verstehen. Tja, mir tut's leid, Herr Esch. Für wie lange wollen Sie weg? Das weiß ich nicht. Wenn Sie in der Zwischenzeit einen zweiten Tierarzt brauchen, kann ich Ihnen einen Kollegen empfehlen. Danke, das ist nett von Ihnen. Konnten Sie gestern Abend noch mal mit Miriam sprechen? Nein. Grüßen Sie sie, wenn Sie sie sehen. Ich glaube nicht, dass ich sie sehen werde. Ja, Ihnen alles Gute. Danke. Jakob? Ja, der Verdacht hat sich bestätigt. Ich fürchte Lungenentzündung. Damit ist die Katze aus dem Sack. Genauso gut hätten Sie der alten Hagenbeck die Baupläne zeigen können. Die Stimme dieser Frau klang am Telefon wie ihre. Thomas, die Sache muss jetzt beschleunigst über die Bühne gehen. Hol deinen Sohn aus den USA zurück. Ich werde vorher mit Christoph reden. Worüber willst du mit deinem Bruder reden? Vielleicht kann man sich doch noch einen guten einigen. Das halte ich für aussichtslos. Wenn sein Flittchen schon unsere Telefonate abhört. Das ist das Unverfrorenste, was mir je passiert ist. Bitte rede. Rede mit ihm. Aber es darf dadurch keine Zeit verloren gehen. An unserem Fahrplan ändert sich nichts. Nein. Jetzt erst recht. Yes? Yes? Jadwani, yes? Yes, all right. It's the man, not the elephant. Yes. Thank you. Goodbye. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Mann kommt, Elefant nicht? Mann kommt mit Foto von Elefant und holt Giraffe. Haben Sie denn schon einen Tropenanzug für Indien? Ja, und einen Turban wie die Sikhs und Sandalen. Ja, und einen Korb mit einer Schlange und einer Flöte. Herr Jans, was ist denn? Ich wollte den Gästen nur fragen, ob er mir den Schlüssel vom Zebrastall geben kann, ja. Weil ich doch da die Tür machen muss, ne? Ja, dann fragen Sie ihn doch mal. Ja, können Sie? Ja, ich kann. Ist ja gut, dann weiß ich Bescheid. Herr Jansen? Ja? Der Schlüssel. Nee, nee. Jetzt komme ich ja nicht dazu. Wollte ich ja nur wissen. Ah. Ja. 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 Oder den. Frag den Tussi Drossi. Bismar? Sagt er, nee, Rostock. Die Kleinen, die entwickeln sich prächtig. Schön. Wann wollen Sie denn den Vater wieder dazulassen? Der muss noch eine Weile warten, die sind noch zu klein. Und so lange wollen Sie Ihre Dauerüberwachung hier aufrechterhalten? Ich ziehe hier erst wieder aus, wenn hier nichts mehr passieren kann. Ach, Cora, Sie brauchen doch jetzt nicht mehr hier zu schlafen. Reicht es denn nicht aus, wenn Nein, Sie... Nein, Herr Gessling. Jetzt haben wir es so weit geschafft. Jetzt dürfen wir doch nichts mehr riskieren.
Na gut. Also, wie lange? Was? Überwachung mit Nachtquartier. Das hängt davon ab, wie schnell Sie sich entwickeln. In den letzten Tagen haben Sie einen richtigen Schub gekriegt. Keks? Nein, danke. Na los, sagen Sie mal. In etwa. 10 Tage, vielleicht auch 12. 10 oder 12 Tage. Na gut, dann werde ich dem Chef berichten, dass die Gehaltszulage, die er Ihnen rückwirkend für Ihren 24-Stunden-Einsatz hier zahlen will, noch 3 Wochen weiterlaufen muss. Einverstanden? Danke. Auch in Farbe. Ja, und mach nicht so ein Gesicht. Wenn ich mir schon den Luxus erlaube, meine zwischengelagerten Giraffen ablichten zu lassen, dann bitte auch in Farbe. Du bist heute wirklich nicht zum Lachen zumute. Na ja, du mir auch nicht. Und dir wird noch weniger zum Lachen zumute sein, wenn du meine Honorarforderung hörst. Deine Spionagedienste? Das war Vaterlandspflicht. Nee, nee. Fürs Fotografieren. Giraffen sind teuer. Wieso sind Giraffen teuer? Hohe Tiere, hohe Preise. Ah, verstehe. Was bin ich dir schuldig? Ich möchte, dass du noch mal mit Miriam redest. Sinnlos. Sie kann sich gegen diesen Sam nicht wehren. Ja, früher wäre sie bestimmt ganz einfach abgehauen. Jetzt hat es ihr immerhin leid getan, die Sache mit den Statuen. Und sie wollte den endgültigen Bruch mit dir vermeiden. Das kannst du ihr nicht abschlagen. Wozu hilfst du ihr erst, wenn du sie im entscheidenden Moment zurückweist? Was Miriam gemacht hat, ist kriminell. Das war nicht das erste Mal. Ich habe ihr schon mal aus der Patsche geholfen. Was hat's genützt? Nix. Man fragt nicht nach dem Nutzen, wenn man jemandem hilft. Ja, bitte. Darf ich bekannt machen, Herr Jadwani aus Neu-Delhi? Herr Dr. Hagenbeck. Namaste. Ah, freut mich sehr. Sie sprechen Deutsch? Ein wenig, ja. Willkommen in Hamburg. Danke. Bitte nehmen Sie Platz. Frau Schilling, machen Sie uns doch bitte Kaffee. Ja, gerne. Oder möchten Sie lieber Tee? Auch Kaffee, bitte. 3 Kaffee. Ja. Wie geht es, meine beiden Giraffen? Sind Sie reisefertig? Ja, Sie können es schon gar nicht mehr erwarten. Schöne Tiere. Bitte? Meine Giraffen. Ja, wunderschöne. So schön, dass wir noch schnell ein paar Erinnerungsfotos von Ihnen machen fürs Archiv. Bruder und Schwester. Nein, nicht verwandt. Der Bull ist ein Schweizer und die Kuh ist aus Kopenhagen. Die Zuchtunterlagen habe ich bei mir drüben im Büro. Wie alt? 2 und 3 Jahre alt. Gut. Kann ich Sie sehen? Wir gehen gleich rüber. Vorher würde ich natürlich wahnsinnig gerne ein Foto von unserem Elefanten sehen. Sie haben noch eins mitgebracht. Ja, hab. Das ist er, Hassan. Entschuldigung. Darf ich das Foto mal sehen? Fünfzehn Jahre jung. Können Sie das mal sehen, Herr Gessling? Ah ja. Ein Elefantenbulle ist das schon. Sie waren noch gar nicht in Ihrem Hotel, Herr Jadwani? Nein, wolltest du erst Giraffen sehen? Hm. Herr Gessling wird sie Ihnen zeigen.
Kommen Sie mit mir nach Indien, um Hassan zu holen? Auch, Herr Gessling. Tja, wir sehen uns dann ja gleich noch. Ich habe leider noch ein paar Termine. Bis später. Rebecca? Ja? Entschuldige. Guck mal. Kannst du was damit machen? Irgendwie vergrößern, dass man was erkennt? Na, ich kann's versuchen. Ich habe kein gutes Gefühl. Wieso schickt er mir so ein schlechtes Foto? Vielleicht hat er keine Freundin, die fotografiert. Ich brauche so schnell wie möglich. Ich beeile mich. Und du gehst zu Miriam? Ja. Aber vorher kaufe ich mir diesen Larange, diesen Typen, der Tobis Vater vertritt. Ah, erst das Geschäft und dann die Familie. Verstehe. Beides Familie. Ist das ein Verhör? Eine Bitte um Auskunft. Wie oft muss ich das noch wiederholen? Sie können Gilbert nirgends erreichen. Afrika ist groß. Wieso konnten Sie Herrn Stratton dann mitteilen, dass Gilbert gegen eine Adoption ist? Um das sagen zu können, müssen Sie doch zumindest vorher mit ihm telefoniert oder korrespondiert haben. Oui. Da wissen Sie also, wie man ihn erreichen kann. No. Ja, was ist? Verkehren Sie telepathisch mit ihm? Ich habe seine Procuration General, Generalvollmacht, Sie verstehen. Ja, aber doch nicht, was seinen Sohn Tobi betrifft. Procuration General. Ich habe gehört, Sie sind Züchter, Herr Hagenbeck. Züchten Sie sich doch einen Nachfolger. Bonne chance, Monsieur. Ja, Frederik. Ich hatte Besuch, Herr von Straten. Herr Hagenbeck persönlich. Oh, ein sehr kurzes Gespräch. Soll ich von Paganini dem Ersten grüßen? Was schickt er dir zum Abschied? Pinguine lassen dich natürlich auch alle grüßen. Wünschen dir gute Reise und hoffen, dass es dir gut gehen wird. Und wenn nicht, dass du dann mal bei mir anrufst. Ach, Christoph. Hast du abgeholt? Sam kommt nicht gern hierher. Er will nicht, dass die Adresse bekannt wird. Vielleicht braucht er die Wohnung später nochmal, hat er gesagt. Schöne Grüße auch von Ash. Robert. Mein Taxi. Ich pack den Koffer runter. Das kann doch nicht wahr sein! Doch, Willi, das ist er.
Also, den will ich nicht haben. Den wollen Sie nicht haben? Willi, wie sehen Sie denn aus? Gehen Sie heute noch auf Brautschau oder ins Café Käse? Ach nö, Chef, machen Sie doch keine Witze. Sehen Sie lieber das da an. Giovanni hat gesagt, er ist 15 Jahre alt. Wenn der 15 ist, dann gehöre ich in den Kindergarten. Man, sehen Sie sich das doch an, wie der aus. Nee, also wirklich, der ist älter als Sie und ich zusammen, Chef. Dieser Elefantenherr spielt mit unseren Kühen höchstens noch Kanaster. Ja, und jetzt? Das ist eine gute Frage. Wo ist der Inder? Das ist bei den Giraffen. Willi, Sie müssen mit. Das geht jetzt nicht. Wir besuchen doch Ihre Frau Mutter und Meta. Ich und der Gärtner. Herr Willi, fertig? Hm? Oh, große Versammlung. Sie auch? Donnerwetter, Felix. Ja. Nein, Willi. Sie fliegen nicht heute, morgen. Was denn? Wohin? Nach Neu-Delhi. Sie besorgen mir einen guten Elefanten. Herr Gessling ist bei Ihnen. Nach Neu-Delhi? Ach, ist nicht weit, Willi. Knappe 14 Stunden Flug. Hast du das gehört, Olga? Nicht weit, sagt sie. Ja, was ist mit meinem kleinen Bären? Um den kümmern wir uns schon. Der kann doch zu mir kommen. Der fühlt sich sowieso bei mir wie zu Hause. Ach, Willi, den wollten Sie doch nicht etwa mitnehmen. Das würde ich nicht empfehlen. Das könnte nämlich Schwierigkeiten mit dem Visum geben. Ja, und was ist, wenn das Flugzeug abstürzt? Ach du Schwelgenkinker. Du bist doch bisher auch nie abgestürzt. Ich bin ja auch noch nie geflogen. Aber wenn ich diese Riesendinger ansehe, da frage ich mich jedes Mal, das muss doch ein Rechenfehler sein, dass die da fliegen können. Und wenn sich das mal rumspricht, da fallen die aber alle gemeinsam vor Schreck runter. Wird schon nichts passieren, Elefantenvater, Hand drauf. Sie fliegen. Neu-Delhi. Ja, ja. Ich besorge ja schon einen Fashion Inder. Wir reisen zu dritt? Ja. Richtig. Ich denke, ich fahre mit Herr Gessling. Ja, ich werde das Geschäftliche abwickeln. Und Willi wird dafür sorgen, dass wir einen ordentlichen Elefanten kriegen. Und nicht so einen Großvater. Wir haben uns erlaubt, das Foto etwas zu vergrößern. Seinen Enkel würden wir vielleicht nehmen. Sie wohnen nicht Hassan? Ganz bestimmt nicht. Ich hoffe, Sie haben einen anderen. Natürlich, natürlich, wie Sie wünschen. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Das hätte ich aber gern noch vorher schriftlich. Was schriftlich? Dass wir uns in Ihrem Tierpark in Neu-Delhi einen Elefantenbullen aussuchen dürfen, der unseren Vorstellungen entspricht. Und so lange bleiben meine Giraffen hier. Hast du schon mal in so einem feinen Schuppen? Oft. Du nicht? Also dann lass es dir bitte nicht anmerken. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, wir... Wir sind hier verabredet. Ja, hier im Hotel. Ja. Würden Sie bitte den Damen Bescheid sagen, dass wir hier sind? Welchen Damen? Aber die wohnen doch hier. Frau Hagenbeck und Frau Haag. Frau Hagenbeck ist ungefähr so groß wie er. Nur hat sie nicht... Frau Hagenbeck ist hier bekannt. Wen darf ich bitte melden? Mich und Willi. Willi und mich, Felix. Danke, wenn Sie hier bitte Platz nehmen würden.
Na, wie habe ich das gemacht? Erschießen. Nehmen Sie ruhig die doppelte Menge Vitamine. Wenn wir Glück haben, frisst sie so das Antibiotikum. Tja, versuchen kann man es ja mal. Kann eine Lungenentzündung nicht auch seelische Gründe haben? Sicher. Die meisten Krankheiten haben seelische Ursachen. So, Marlene. Hoffentlich nichts an. Werden wir ja sehen. Wenn nicht, muss ich eine Spritze geben. Wie wollen Sie der eine Spritze geben? Ehrlich gesagt, das weiß ich auch noch nicht. Ja, vielleicht sollte ich noch mal den Tierpark anrufen. Nein, nein, ist nicht nötig. Ich warte. Noch einen Tee? Ja, bitte. Danke, danke. Ich glaube, das ist dein Wagen. Ja, schon eine Stunde. Ich bin so spät dran, weil wir einen Patienten hatten. Du hättest ja gesagt, dass es später werden könnte. Geht's dem Patienten wenigstens besser? Nein. Was hat er denn? Lungenentzündung. Bleib ruhig da. Lungenentzündung? Ist sowas schlimm bei Delphin? Ja, sehr schlimm. Ich weiß nicht, ob Marlene durchkommt. Der Trainer ist völlig verzweifelt. Ja, hoffentlich wird sie wieder gesund, ne? Tja, hoffentlich. Solange es uns gelingt, sie mit Medikamenten zu füttern, haben wir eine Chance. Wenn nicht... Ja, wenn nicht, dann kaufst du halt einen neuen Delfin. Was soll sein? Es handelt sich nicht um einen Goldfisch, den du der nächstbesten Tierhandlung irgendwo hinten links zwischen Hamstern und Katzenstreu aus dem Aquarium fischen kannst. Delfine sind genauso geschützt wie Pandabären, falls du dich erinnern kannst. Du hast recht. Vielleicht würde ich mir tatsächlich einen neuen Delfin kaufen. Die Firma Hagenbeck bekäme nämlich eine Ausnahmegenehmigung zum Washingtoner Artenschutzabkommen, weil wir eben kein Wildwest-Freizeitpark mit Tierschau sind. Was einige unserer Gesellschafter ja so tief bedauern und ständig zu ändern wünschen, sondern ein wissenschaftlich geführtes Unternehmen, das Zucht- und Forschungsprogramme durchführt. Mit einem Betriebswirt an der Spitze unseres Hauses hätten wir nicht einen einzigen Delfin im Wasser. Ich verstehe. Jetzt sprichst du von Bernd, womit wir beim Thema sind. Wird dir wohl langsam Zeit. Ja, ich spreche von deinem Sohn Bernd.
Und von den Plänen, die du mit deinem Schwiegervater ausheckst. Von dieser Frau Biddendorf. Und diesem französischen Ganoven, der sich als Gilberts Generalbevollmächtigter ausgibt. Dann weißt du ja alles. Ich weiß gar nichts! Straten hat vor, die ungenutzte Fläche im Tierpark mit Apartmenthäusern bebauen zu lassen. Und den Gewinn in einen Freizeitpark zu investieren. Ich nehme an, du bist damit nicht einverstanden. Nee, natürlich nicht. Was er Straten will. Du doch auch. Ich habe das Angebot, an eine andere Bank zu gehen. Ich mache uns eine Kleinigkeit zu essen. Eine andere Bank? Die Position ist nicht so gut wie meine jetzige. Ich kann diese Abhängigkeit von Straten nicht länger ertragen. Ich will nicht zwischen den Fronten zerrieben werden, verstehst du? Außerdem bin ich nicht bereit, die Machenschaften dieser Frau Biddendorf und meines Schwiegervaters noch länger zu decken. Weiß Straten davon? Nein. Du bist der Erste und ich bitte dich, vorerst nicht darüber zu reden. Bernd kann diesen Tierpark nicht leiten. Und er will es auch nicht. Auf der nächsten Gesellschafterversammlung werde ich für Toppi stimmen. Dann geht's auch ohne Adoption. Tja, das wollte ich dir sagen. Thomas. Das ist einer der glücklichsten Tage meines Lebens. Rebecca! Im Kühlschrank ist Champagner. Bring ihn mit! Ich kann es fast nicht glauben.